Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu dem Spiel Last Year. Chapter 1 ist released worden und das Ganze ist nicht mehr Discord-exklusiv, sondern gibt es mittlerweile auch im Steam. Ich wurde oft gefragt, ob ich zu Last Year nochmal ein Video machen möchte. Last Year war damals, als wir es aktiv gespielt haben, schon super clunky gewesen und auch jetzt hat es noch einige technische Schwierigkeiten. Wir schauen uns jetzt einfach mal Kapitel 1 an, ja, mit einer dicken, gruseligen Spinne. Und erstmal musste man hoffen, einen Server zu finden, der kein 5000er Ping hat, wo nicht alle Spieler durch die Gegend laggen. Haben wir geschafft. Ja, deswegen geht's jetzt los. Ich spiele den Scout, den lustigerweise keiner spielt, obwohl das der Teamplayer-Character Nummer 1 ist. Und wer, wenn nicht ich, sollte den Teamplayer-Character Nummer 1 haben? Ja, der Medic, schön und gut. Aber der Scout, der scannt die Fallen. Ihr seht manchmal diese kleinen gelben Kreise auf dem Boden. Dort sind die Fallen, die der Gegner, der Killer, nutzen kann. Und wenn die rot sind, ist der Killer sogar in dieser Trap drin und wartet auf sein Opfer. Das heißt, ich bin essentiell wichtig, dass mein Team gewarnt ist. Und nebenbei kann ich den Killer alle paar Sekunden stunnen. Ja gut, das hat mit der Falle jetzt nicht geklappt, aber ihr habt den roten Kreis kurz gesehen. Er hätte es auf jeden Fall wissen können. Unabhängig von dem Killer sind jetzt auch dauerhaft diese kleinen, süßen Tierchen unterwegs, die dir die Hölle heiß machen wollen. Und ja, die lassen aber wenigstens Scrap fallen, mit dem man Sachen craften kann. Von daher alles Gucci. Wer jetzt aber das Spiel noch gar nicht kennt, ich erkläre es euch kurz. Ein asymmetrisches Horrorspiel. Ein Genre, welches in den letzten Jahren gut ausgeschlachtet wurde, aber auch nicht schlimm ist. Ist ja auch ein gutes Genre. Ein Killer, der unterschiedliche Killer zur Auswahl hat in einer Runde. Also nicht wie bei DBD, dass das vorher festgelegt ist, sondern es gibt den Dude, der einen mit einer Kette ranzieht. Es gibt den neuen Spinnboss. Es gibt den klassischen Axtmörder und ja, so einen Hulk-ähnlichen Charakter. Wenn ein Charakter stirbt, also ein Killer, dann hat er darauf erstmal Cooldown und muss einen anderen spielen. Er kann aber zwischen zwei theoretisch immer hin und her wechseln. Wenn ein Spieler stirbt, dann kann man diese wieder retten nach einer gewissen Zeit. Und ich verrate nicht zu viel. Wenn ich im Team mit Abstand der beste Teamspieler bin, dann könnt ihr euch denken, das wird nicht die beste Runde, ja. Aber ich rette einen nach dem anderen, ja. Wir sind, ich check die Lage, ich warn vor Fallen, ich rette jeden, ich stun, ich crafte zum Helfen. Ich habe jetzt schon zwei Leute gerettet, ja. Da müssen wir, shit, jetzt bin ich natürlich in die Falle gerannt. Ja, jetzt musste mir geholfen werden. Du kannst die Fallen, die der Killer auf den Boden legt, auch entschärfen. Da, wenn der Killer jetzt einen wegzieht, zack, wird er gestunt. Er abused da übrigens einen relativ fiesen, ja nicht Bug, es gibt ein Spielelement mit dem Charakter, den er hat, dass du einen letzten Spieler unendlich lange in der Falle halten kannst, bis der disconnected. Das ist natürlich nicht so nice. Und wie gesagt, ich kümmere mich erstmal darum, dass mein Team am Leben bleibt. Wir haben, um diese Mission zu schaffen, unterschiedliche Aufgaben. Als erstes müssen wir an dem Ventil drehen, um eine Tür zu öffnen. Dann müssen wir einen Generator befüllen. Und dann müssen wir den Ausgang erreichen. Und das alles, während dieser Killer uns ein bisschen nervt. Der hingegen kann, wenn er außerhalb des Sichtes ist, Left 4 Dead mäßig sich unsichtbar machen und ein neues spawnen. Kann unterschiedliche Fallen setzen. Das sind diese kleinen Bärenfallen. Oder Fallen, die auf der Map sind, ja, da drinnen lauern und wenn einer durchläuft, einen Insta-Kill machen. Wenn der Killer in seiner Killing-Animation ist, also dass er gerade wen exekutiert, dann kannst du nichts machen. Viele hauen dann immer noch drauf. Klar, wenn man es nicht weiß, ist das naheliegend. Die Kiste war übrigens getrappt. Das hätte ich als Scout sehen können, weil sie rot war. Ja, da bin ich aber ja später drauf gekommen. Dass ich auch das sehen kann, welche Lootkisten manipuliert sind. Denn da kriegen wir unseren Metall raus. Und Metall brauchen wir, um Sachen zu craften. Ich habe jetzt einen Shotgun, damit kann ich halt auch theoretisch mal ein bisschen Damage machen. Gibt vier unterschiedliche Klassen. Der Medic, klar, hat ein Medikit dabei, heilt die Leute. Der Assault, der hat wenigstens eine Nahkampfwaffe und kann ein bisschen mehr Schaden am Killer machen. Der Scout sieht die Fallen und der Mechaniker kann so einen Turret aufstellen, der den Killer wenigstens dauerhaft attackiert. So, mein Team hat da gerade ein paar Probleme, aber wir müssen jetzt mal weitermachen. Andy, der Killer, ist jetzt erstmal down, das heißt, wir haben ein paar Sekunden Zeit, wieder zu ackern und müssen mal ein bisschen Hackmack machen. Ja, das Geschütz schießt auch gerade schön auf die Spinnen. Zack, ja, erste Tür, erste Challenge offen. Da haben wir den ersten Fuel-Kanister, den wir brauchen. Und ja, ich gucke mal, was ich noch so craften kann, aber wir bleiben bei der Shotgun. Da ist es erstmal, glaube ich, das A und O. So.
Erster Fuel-Kanister. Da ist eine Falle, die er potenziell einnehmen könnte. Macht er aber gerade nicht. Deswegen, let's go. Ja, schnell. Jetzt hat er sie dann benutzt, gerade als wir rüber waren. Und das ist die eklige Riesenspinne. Sie hat einfach den Typ mit in die Tiefe gezogen. Die ist super widerlich. Ja, die spuckt mit giftiger... Oh Gott. Die spuckt mit giftiger Säure. Und zack. Ja, die kannst du dann in der Schrot auch pumpen. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Spiel allgemein ziemlich unbalanced ist. Also der Taser ist the way to go, weil damit hält man den Killer halt irgendwie fest und kann Schaden machen. Ich weiß nicht mal, ob es den noch gibt. Aber du hast als Killer so viel HP eigentlich am Anfang, dass du straight auf Nahkampf gehen könntest. Also er killt jetzt immer einen und verschwindet dann. Ich würde wirklich straight an den Überlebenden gerade dranbleiben. Vor allem, wenn du als allererstes irgendwie einen Assault rausnimmst, mit einer Trap oder so, dass sie nur noch einen Assault-Spieler haben. Wenn ich jetzt nicht schon die Shotgun gecraftet hätte, wäre ich halt auch nicht so die Gefahr. Und dann einfach alle kaputt hauen. Mit seiner Rooney getötet. Also, wie gesagt, er killt die ganze Zeit, ich rette die ganze Zeit und das hält uns theoretisch auch am Leben. Also, geht alles ein klein bisschen schlimmer. Da ist die Spinne wieder, da hat sie Säure gespürt. Schon widerlich eigentlich, ja. Also er steht erstmal in der Säure drin, ich bin aber bereit, da wird sie mit der Shotty angeschossen, habe keine Muni mehr. Das ist die Exekution, deswegen kann ich da eh nichts machen, also draufhauen oder so bringt da nichts. Deswegen, wir gehen weiter. Also wenn er eh gerade am Killen ist, dann schnell weg. Und ihr habt gerade gesehen, er ist direkt danach wieder despawned. Also das Spiel ist relativ schnell erklärt. Es ist super schön, also die Atmosphäre ist geil. Ich finde auch die neuen Ideen, dass es Perks und Fähigkeiten gibt, ganz gut. Also da haben sie sich halt an DBD und sowas orientiert. Ich finde das Spiel aber halt immer noch unbalanced wie sonst was. Und zack, wieder einen gerettet, wieder einen aufgehoben. Also der Teamplayer Nummer 1. Ja. So, hier ist gerade eine Falle, da wollte ich jetzt nicht hin, weil der Killer ja theoretisch noch in der Nähe ist. Das da ist wieder markiert. Ich werde es noch checken, Leute. Ich werde es noch checken. Ja, keine Angst, keine Angst. So, wir haben auf jeden Fall wieder einen, den wir aufheben können, 40 Meter entfernt. Und während die anderen sich jetzt vielleicht mal um den Kram kümmern, kann ich wieder einen zurück ins Spiel bringen. Der Killer hat gerade wieder einen gekillt, das heißt, ich habe wieder ein, zwei Sekunden Zeit, hole den nächsten aus der Tür raus. So, und jetzt überlegt mal, wie viele Leute ich jetzt bis dato schon retten musste. Es ist sehr, sehr anstrengend, das Spiel mit Randoms. Vielleicht könnten wir nochmal eine Killerrunde machen, wenn ihr Interesse habt. Allgemein bin ich leider nicht so überzeugt von dem Spiel, wie ich gehofft habe. Ich habe gehofft, dieses Chapter 1 Update war der große Shit. So, das hat alles besser gemacht. Auch, dass wir von Discord auf Steam gewechselt sind, dachte ich, ist es. Aber das mit dem Ping ist eine Katastrophe. Also du musst wirklich hoffen, mal nicht in eine Kack-Lobby zu kommen. Weil der Killer hostet, glaube ich, immer. So, und abhängig davon, wo der Killer wohnt, es gibt keine EU-Server oder sonstiges, ist halt Action. So, da habt ihr gerade kurz gesehen, die Spinne hat da ganz, ganz kurz, oder wenn er überhaupt noch die Spinne ist, hat er ganz, ganz kurz in dieser Trap gewartet. Deswegen da bitte nicht reinlaufen. Ich find den Scout finde ich fantastisch, ja. Also, ich habe einen Perk mir schon freigeschalten, dass meine Faust mehr Schaden macht. Das ist ja eigentlich schon ganz gut, weil ich habe ja keine Nahkampfwaffe. Aber dieser Scanner und die Shotgun Opportunity ist auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt wurde ich da ins Gift gelaufen. Das ist für mich jetzt erstmal nicht mehr so nice. Ich habe 6 HP. Der Initialschaden vom Giftspucken wird mich beim nächsten Mal knocken. Aber wir haben zumindest einen schon mal aufgehoben. Links die Kiste ist verwanzt. Und das ist eine Falle, die der Killer normal setzen kann. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, nicht von diesem kleinen Spiel angegriffen zu werden. Allgemein müsste der Killer sehen, wie viel HP ich habe. Deswegen meine Chancen, den nächsten Onslaught da zu überleben, ist relativ gering. Ich weiß nicht mal, ob noch alle Spieler von uns im Game sind, ob schon disconnected ist. Da ist die Spinne. Ich stand direkt im Gift, kriege halt meine 10, 15 Initialschaden. Bin aber direkt rausgekrochen. Ist aber ganz praktisch, denn du wirst mit 35 HP wiederbelebt. So, Andy haben wir auch gekillt, haben nur eine Schrotkugel verballert. Das heißt, da habe ich auch noch eine. Jetzt haben wir ein paar Sekunden Zeit. Und ich versuche schon wieder neuen Schrott in der Zeit zu sammeln, damit ich die nächste Shotty ready habe. Also, ich kann immer noch nicht einschätzen, wie das Spiel balanced ist. Also bei Dead by Daylight zum Beispiel, wenn der Killer richtig Experience hat, dann kann der schon was reißen. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, wenn die Überlebenden super smart spielen, also richtig smart und jeder weiß, was er wann zu tun hat und wie das Ganze läuft,
dass der Killer es da ziemlich schwer hat, bis auf die Tatsache, was ich gerade erzählt habe, der Killer müsste einfach Ham gehen. Nicht diesen, da ist er übrigens gerade drin, deswegen jetzt versuche ich mein Team auch zu warnen, da ist der Killer drin. Nicht dieses One-by-One, also einen töten, abhauen, ist glaube ich das Schlechte, da ist er wieder drin. Ich versuche halt mein Team mit Crouching-Bewegungen zu warnen. So, wir müssen den nächsten Benzinkanister holen, um das nächste Tor zu öffnen. Und ja, ich bin halt der Scout. Also ich trage auch den Benzinkanister nicht, damit ich meinen Scanner nicht außer Hand lasse. Damit ich halt wirklich ready bin, meinem Team klar zu machen, wo hier die Party steigt. So. Ja, mal schauen, wie sich das so ergibt. Es spielen leider im Steam nicht so viele. Ich glaube, man kann es immer noch über Discord spielen. Ich weiß nicht, wie viele Leute zur Primetime online sind, aber ich glaube im Steam, als ich das gespielt habe, 20 Uhr, also eigentlich eine gute Zeit, waren circa 600 Leute im Steam online. So, Killer ist da gerade rausgegangen. Ich habe noch einen Schuss in der Shoddy und dann kann ich aber schon eine neue craften. Er setzt gerade die Fallen zum Generator, aber das ist für uns ganz gut. Er ist in der Nähe, mein Generator hat auf grün gestellt, also mein Scanner. Und jetzt erstmal einen Shotgun-Schuss. Ja, macht wirklich nicht viel Schaden. Und jetzt slasht er uns gerade down. Aber er macht wieder die Killing-Animation. Er hätte weiter slashen sollen auf uns. Weil wenn er jetzt da rauskommt, ja, portet er sich wieder weg. Wir haben ein Fuel reingetan. Und jetzt können wir theoretisch wieder schauen, dass wir die anderen Leute retten können. Unsere ganze Taktik hat eine Schwachstelle, und die verrate ich euch jetzt. Wenn ich down gehe, ist die Kacke am Dampfen. Ja. Will nicht so abgehoben klingen, ja, aber wenn es eine Medaille geben würde für der Superretter, dann hätte ich die diesmal bekommen. So, der Killer steckt in der Trap drin. Ich halt drauf, damit jeder das sieht. Solange ich die anvisiere, leuchtet die bei allen rot. Ja, deswegen, ich hab euch, Leute, ich hab euch. So, machen wir mal hinter uns kurz zu. Da ist er wieder. Shotgun-Schuss sitzt wieder. Es macht halt nicht viel Schaden. Ne? Aber Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt slasht er den Dude da, der den Kanister macht. Da wollte ich ihn blenden, aber das funktioniert wirklich nur, wenn man hinguckt. Also wenn der Killer hinguckt, was übrigens nice ist. Also, das ist wirklich gut. Und diesmal hat der Killer den nur niedergestreckt. Ah, ne, er richtet ihn gerade auch wieder hin. Also er macht wieder die Killing-Animation, aber Clickfoot denkt sich in der Zeit noch draufhauen zu müssen. Das funktioniert halt nicht. Ich bin direkt vom Truck gesprungen. Direkt, ja. Ich habe gesehen, wo man den Spieler retten kann. Bin vom Lift gesprungen. Unsere Zeit ist sowieso schon knapp. Und versuche, den Spieler da zu retten, El Turco. Und in der Zeit hat der Killer sich wieder eingeschnappt. Und solange wir uns nicht alle im Spiel halten, sieht das für uns nicht gut aus. Ja, ich sammle direkt wieder Scrap, um eine neue Shotgun zu craften, gegebenenfalls. Und vielleicht kriege ich auch noch den Respawn von einem. Ich kann einmal kurzzeitig abhauen, wenn es kein Grabber ist. Weil ich ihn einmal blenden könnte, wenn er mich direkt angreifen möchte. Ja, jetzt hat er Clickfoot schon wieder gekillt. Jetzt sind wir wirklich nur noch zu zweit. Ich glaube, mittlerweile müsste auch schon einer disconnected sein, weil es kommt lustigerweise kein Rescue-Symbol mehr. So, wir craften die Shotty wieder. Da kommen nur normale Spinnen. Ja, jetzt sind wir halt nur noch zu zweit. Ganz, ganz ärgerlich. Der kommt da hoch. Erster Schuss versemmelt. Wie gesagt, so viel Schaden mache ich auch nicht. Zweiter Schuss auch versemmelt, obwohl der wirklich drauf war. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe mich umgeguckt. Ich kann keinen retten. Es ist einfach keiner da. Ich weiß nicht, ob sie disconnected sind oder so. Aber ich konnte nicht wirklich was machen. Killer bei mir. Da konnte ich ihn einmal blenden. 5 HP habe ich noch. Ja, RIP. So. Jetzt muss ich ihn noch ein bisschen versuchen auszutänzeln. Und darf dabei natürlich nicht wirklich auf diesen Spinnen stehen. Weil ich halt nur 5 HP habe. Ja, und das sind sehr, sehr viele, die jetzt die Treppe hochkommen. Ich kann noch einmal darunter gehen. Immer so ein bisschen am Kiten. Wir kriegen jetzt ein Rescue-Symbol. Und da wollte ich gerade halt wieder hin. Wurde von der Spinne getötet. Jetzt fährt auch noch der Truck über mich drüber, während ich die Axt in den Rücken bekomme. Das ist halt so dieses fantastische Finish. Guck mal, wie jetzt. Boah. Mein Charakter lag aber auch perfekt für dieses Meisterwerk an Horrorkunst. So, ich bin down. Was machen wir jetzt? Ich könnte mit einer anderen Klasse neu spawnen. Assault ist frei, bleib aber beim Scout. El Turco will noch einen retten, aber wenn du nur noch einen Charakter hast, kann A keiner ablenken. Das Türen öffnen dauert zu lang. Er macht ziemlich smart, aber die Technik des Spiels verhindert das. Also er läuft einmal aus seiner Range.
hat sich da an den Turret gestellt, der die theoretisch scannen würde, wenn er da ist. Und der Killer kann nicht spawnen, wenn er dich sieht. So ein bisschen Left 4 Dead-mäßiges Feeling. Nicht sehen heißt aber wirklich, hinter der Säule funktioniert das schon. Er sperrt die Tür ab, damit er da halt nicht spawnen kann. Setzt einen Turm, damit der was sieht. Aber er ist halt leicht hinter dem Schrank gespawnt. Also es ist wirklich dieser kleine Blick hinter einem Objekt. Der Killer hatte zum Glück nicht mehr viel HP und wurde von dem Turm, der gefühlt ein DPS macht, erschossen. Besser hätte es nicht sein können. Er hat wieder einen Spieler gerettet. Wir sind nur noch zu dritt, sehe ich gerade. Also ich bin der Letzte und die beiden. Die anderen sind gelieft, was natürlich auch fantastisch ist. Die Zeit ist aber zu Ende. Die Runde hat nur noch 50 Sekunden. Das heißt, dieser kleine Lift muss jetzt noch fahren. Man muss noch ein Ventil öffnen. Und dann kommt man raus. Und da kommt die Ekelspinne. Da ist die Spinne einfach und guckt euch an, wie widerlich sie ist. Ja, wir haben keine Assault mehr. Doch einen, wir haben sogar noch einen Assault. Der wird aber jetzt da angekotzt. Das Gift macht dauerhaft Schaden, während es am Boden liegt. Also das ist halt optimal für den, für die Location da. Ja, dann wird auch mal noch einer liegen gelassen. Ne, warum nicht? Ich werde zurückgelassen. Klar, kann ich auch verstehen. Ja, eine Hand wäscht halt nicht die andere. Und in 14 Sekunden schließt sich das Escape-Tor. Und wir verlieren die Runde. Die Spinne sitzt halt noch oben auf der Treppe. Ja, ist halt einfach der ultimative Blocker. Ein Charakter hat es mal durchgeschafft, dreht das Ventil zum Ausgang, also um den Ausgang überhaupt zu öffnen. Das wäre die letzte Challenge gewesen. Ihr seht, da hinten ist die Escape-Luke. Es hätte nicht so viel gefehlt. Natürlich wäre es auch zeitlich, der Gegner hätte jetzt nur noch einen angreifen müssen. Wir haben leider verloren. Wie unerwartet. Ich würde sagen, ich habe alles gegeben. Anscheinend waren wir auch nur zu viert am Ende, nicht zu dritt. Ja, ich hab's versucht, ja. Ich würde mich selber einen Support freuen. Vielleicht können wir mal den Killer machen. Aber mit Randoms surviven, ich sehe schwarz. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.